Der Inhalt eines Lehrvideos besteht aus einem gesprochenen Text und einer begleitenden Präsentation. Die Präsentation sollte illustrierend sein, sie sollte den gesprochenen Text ergänzen, aber bitte nicht eins zu eins wiedergeben. Also bebildern Sie Ihre Präsentation und verzichten Sie so weit wie möglich auf Text. Und noch etwas. Bei einer Live-Präsentation gilt ja die Faustregel 2 bis 3 Minuten pro Folie. Für ein Lehrvideo wäre das fatal. Das hieße ja, dass in einem kurzen Lehrvideo eine einzige Folie besprochen würde. Für Lehrvideos gelten daher andere Regeln. Machen Sie Ihre Präsentation dynamisch, nutzen Sie Übergangseffekte und Animationen und sorgen Sie für einen zügigen Bildwechsel. Hier ist ein Beispiel eines unserer Glossarvideos, wo praktisch alle 5 Sekunden etwas Neues auf dem Bildschirm passiert. To form abbreviations. For example, if the initial letters of an expression can be combined to form a pronounceable word with well-formed syllables, the result is referred to as acronym. Kommen wir zur inhaltlichen Planung. Zuerst schreibe ich immer den Text zum Video. Danach erstelle ich eine passende Präsentation mit den entsprechenden Bildwechseln. Anschließend versehe ich meinen Text mit Markierungen für den Bildwechsel in der Präsentation für die spätere Aufnahme. Der Text wird so zu einem Skript. Mit dieser Vorbereitung haben Sie den Großteil der Arbeit erledigt. Nun wird noch aufgenommen. Wie das geht, zeige ich im 4. Teil dieser Serie. Vorher beschreibe ich Ihnen im 3. Teil noch die verwendete Technik.